Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Mystery Dungeon. Ja, diesmal endlich wieder mit Cam, jedoch ungeschminkt, da ich meinem Auge noch nicht so viel zumuten möchte, auch wenn eigentlich jetzt alles wieder in Ordnung aussieht. Aber ja, deswegen nicht wundern, ich glaube, das ist sogar die erste Aufnahme komplett ungeschminkt, aber es ist mir egal, wir starten jetzt hier in den Feuerwerk. Ich will mich nicht so lange schnacken. Oh nein, wir starten noch nicht in den Feuerwerk, wir wollten noch Itemverwaltung machen, fällt mir gerade ein. Items lagern, ja. So, wir wollen mehrere auswählen. Erstmal ein paar Äther. Dann die Linkbox würde ich tatsächlich weglassen. Samen würde ich weglassen, weil die geben wirklich so gut wie gar nichts. Teambeleberorb, also Sine wäre nochmal hier so ein Top-Elixier, alles weg. Lebenssamen. Permanenter Effekt, ja, das ist nicht gut. Das können wir behalten. So, hier, das wieder alles hier weg. Ja, egal. Erstmal weg. Das brauchen wir gerade noch nicht. So. Okay. Damit bin ich zufrieden. Das kommt alles weg. Dann können wir auch endlich wieder neue Items bekommen. Und es wäre schön, wenn wir... okay, wenn wir hier Äpfel mitnehmen. Supi. Und dann... eigentlich haben wir es. Gut, jetzt aber ab in den Feuerwerk. So, bist du soweit? Ja, bin ich. In welche Richtung? Zum Feuerberg, zum Felspfad? Wir wollten ja zum Feuerberg. Diese Gegend sieht nicht gerade einladend aus. Wir lassen uns nicht beirren. Ja. Puh, auf dass das gut vonstatten geht. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel ihr hier jetzt mal wieder sehen werdet. Na, das ist gleich wie immer, weil ich natürlich hier nicht jede einzelne Ebene reinschneide, dann sitzen wir ja echt lange. Das ist auch nicht so interessant und ich kann dazu auch wirklich nicht so viel erzählen. Aber ich gebe mein Bestes, das hier so unterhaltsam wie möglich zu gestalten. Und ich meine, alles Wichtige kriegt ihr mit. Vielleicht lasse ich aber gleich mal die Ebene einfach ein bisschen durchlaufen. Einfach, dass man nochmal ein bisschen zu der Musik hört. Wobei, man hat die jetzt auch schon, glaube ich, während wir unsere Sachen ins Kangama-Lager gepackt haben, ein bisschen gehört, aber... könnt ein bisschen Musik genießen. Oh, Brand. Jetzt ist es passiert. Wir hatten schon Items gegen Brand. Ein Pokémon im Zustand Brand nimmt ab und zu Schaden. Obendrein sinkt sein Angriff ein wenig. Oh, das ist schlecht. Beim Betreten einer Wasserfläche, Erreichen der nächsten Ebene oder beim Einsatz bestimmter Items, wie zum Beispiel einer Fragerbeere, wird der Zustand aufgehoben. Feuer-Pokémon sind immun dagegen. Ja, da wissen wir ja schon, wer hier brennt, und zwar unser Evoli. Na gut, wir müssen nur die nächste Ebene erreichen. Dann ist ja in Ordnung. Aber ich möchte hier schon ein bisschen auch Items tatsächlich sammeln. Oh, da haben wir Schaden bekommen. Jetzt haben wir es gesehen. Ja, da auch wieder. Aber hier ist schon auch die Treppe. Bin mal gespannt, wie viele Ebenen diesmal sind. Ich glaube, beim letzten Mal waren es 15. Ich frage mich gerade, können sich mir Pokémon nicht mehr anschließen? Weil bisher, das erscheint mir sonst so, als wären die Chancen so übertrieben schlecht, dass sich mir ein Pokémon anschließt. Ich glaube, weil wir gerade auf der Flucht sind, kann sich keiner anschließen, oder? Sonst, das macht doch keinen Sinn, oder? Sonnig. Es herrscht sonniges Wetter. Ja, tatsächlich hier heute auch. Bei dieser Wetterlage steigt die Stärke von Feuerattacken, während die Stärke von Wasserattacken sinkt. Außerdem kann kein Pokémon in den Zustand gefroren versetzt werden. Alles klar, dankeschön. Oh Gott, hier kommen jetzt aber doch ganz schön viele Pokémon. Also wenn ich jetzt schlau wäre, würde ich die ein bisschen, glaube ich, hier rausziehen. Aber wir schaffen das natürlich so.
Wir ziehen hier nichts und niemanden raus, um dann nachher zu sehen. Ah, jetzt hätte ich den rausziehen sollen. Ja, mhm. Ja, das ist auch der Moment, in dem ich sehe, ich hätte vielleicht den ein bisschen rausziehen sollen. Naja, egal, jetzt sollten wir das auf jeden Fall hinkriegen. Ja, geschafft. Easy, also das war ja ganz klar, ne? Das war ganz, ganz einfach. Überhaupt nicht knapp, wir haben auch kein Item gebraucht. Ja, also ich glaube wirklich, dass ich einfach gerade keine Pokémon rekrutieren kann. Was ich ein bisschen schade finde, weil hier echt eine Menge cooler Pokémon rumlaufen und ich kann wirklich keins mitnehmen. Und ich weiß halt jetzt nicht, ob er nicht vielleicht sogar ein Bosskampf kommt. Und die vorherigen Bosskämpfe, muss man ja schon sagen, habe ich ja größtenteils auch nur geschafft, sage ich jetzt mal, weil ich so viele Kompagnons hatte. Und jetzt ganz ohne ist natürlich... Ja, spannend. Ich weiß nicht, ob hier vielleicht einer kommt, aber dass wir auch so gefragt wurden, bist du sicher, ne, dass du weitergehen willst und so, es wirkte schon so... Oder es war einfach nur eine Warnung, weil es jetzt ein schwerer Dungeon ist. Aber ich meine, wir hatten jetzt auch nicht so die Wahl, ne? Also, wir mussten ja weiter. Wir können ja nicht einfach zum Camp gehen oder zum Makuhita-Dojo und ein bisschen trainieren oder so. Deswegen, weiß nicht, ich erwarte irgendwie so ein kleines bisschen einen Boss. So, jetzt ist die Frage. Wo ist hier die Treppe? Unten links, den Raum, den ich übersprungen habe? Oder doch hier gleich, so dass es noch recht... Na, ist. Ach, danke. Ich werde nicht komplett getrollt. So, Ebene 10. Mal gucken, wie viele noch kommen, ey. Oh, 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 die Musik hat aufgehört. Aha, und hier ist schon wieder so eine Statue. Ja, ja. Okay, also heißt das, hier kommt jetzt ein Bosskampf. Möchtest du weitergehen? Ja. Oh, Ebene 13. Ja. Oh, die Musik hat sich auch geändert, ne? Und das sind andere Pokémon hier. Also, hier Ibitak habe ich vorher jetzt hier noch nicht. Oh, und Akani. Oh. Okay. Die Musik ist jetzt aber viel friedlicher, was ich ein bisschen paradox finde. Aber wenn das jetzt hier wieder so eine Zwischenebene ist, bis, sag ich jetzt mal, so ein Bosskampf kommt, dann werden das bestimmt auch nochmal so 5 Ebenen sein. Das hatten wir ja schon mal. Ich weiß gar nicht mehr, bei wem genau. Vielleicht sogar bei... Wie heißt er? Zapdos? War das so? Oh, das ist so ärgerlich. Wir können hier keinen rekrutieren. Kein Akani, kein Ibitak. Oh, aber wir haben einen Levelaufstieg. Yay. Bin mal gespannt. Noch ein Levelaufstieg. Okay, ja, die steigen immer recht zeitgleich auf. Das ist eigentlich ganz gut. Oh, und die Musik hat wieder aufgehört. Okay, so viele Ebenen waren es jetzt gar nicht. 2, 3. Oh, sieht auf jeden Fall hier imposant aus. Ist er das? Der Gipfel vom Feuerberg? Dieser Ort ist wirklich beeindruckend. Selbst für einen Vulkan ist das unnatürlich viel Lava. Das hängt bestimmt mit den Naturkatastrophen zusammen. Aber Scheiß, du bist ein Feuer-Pokémon. Ich habe das Gefühl zu schmelzen. Ich will hier nicht länger als nötig bleiben. Der Ort ist mir zu heiß. Du bist ein Feuer-Pokémon. Beeilen wir uns. Halt. Was zum... Wieso ist es auf einmal so dunkel geworden? Ich höre die Schreie des Berges. Er schreit vor Schmerzen.
Jemand verursacht dem Feuerwerk unsägliche Pein. Seid ihr das? Hä? Was meinst du damit? Wir haben gar nichts gemacht. Wir sind hier nur auf der Durchreise. Na, ja, ich hab doch gesagt, es kommt ein Bosskampf Lavadosser. War recht naheliegend. Der Zorn des Berges ist mein Zorn. Ich bin Lavados, die Verkörperung des Feuers. Keine Gnade jenen, die den Berg entweihen. Macht euch auf etwas gefasst. Okay, folgendes. Ich habe noch irgendwie, keine Ahnung, 50 Steine im Inventar oder so. Es wird Zeit, die zu nutzen. 40, okay. War das so? Zuweisen, ZL plus ZR, ja. Irgendwie haben wir den nicht getroffen, ne? Muss ich näher ran? Oha. Ich bin ein Steinwerfer. Ich glaube auch nicht, dass wir viel gegen den unbedingt machen können, oder? Ja. Keine Ahnung, wie man hier besser heilen sollte. Ja, das ist unglücklich. Ist jetzt 20 Schaden so gut? Naja, wir werfen weiter Steine. Ja, vielleicht Fußkick? Ich weiß nicht. Macht das was? Ah, 24, na. Da ist es auch nicht. Oh, da ist der nächste Belebersamen auf jeden Fall. Aber ich habe das Gefühl, wir haben hier ein paar Probleme. Kann ich hier... Was ist das denn? Ja, was ist denn der Starzweig? Den Zustand Versteinerung. Ja, der Zustand dauert an, bis das Pokémon Schaden erleidet. Ja, das bringt uns nicht so viel. Ich habe das Gefühl, wir werden mit diesem Kampf hier nicht so gut klarkommen, weil wir nicht genug Belebersamen haben, ne? Ja. Das, gut, wir müssen auf die, Dingens gehen, auf die 24. Das sind 4 Schaden mehr. Oh, 21 nur. Oh, was? Okay, das war aber knapp. Also, das muss man sagen, wir hatten viel zu wenig Belebersamen. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass wir da unser Evoli, liegen lassen mussten. Okay, Lavados besiegt. Ah, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch lange nicht fertig. Ich schon. Ich habe keine Belebersamen mehr. Bitte lass mich in Ruhe. Warte, hör auf. Wir sind nicht hier, um Ärger zu machen. Wir sind auf der Flucht und nur zufällig hier gelandet. Hör zu, dieser Berg ist nicht der einzige Ort, der leidet. Diese Naturkatastrophen treten überall auf. Leider können wir momentan nicht viel tun, da wir auf der Flucht sind. Aber wir möchten den Pokémon helfen, die unter den Naturkatastrophen leiden. Meint ihr das ehrlich? Ich sage die Wahrheit, glaub mir. Wenn du glaubst, ich würde dich anlügen, dann sieh mir in die Augen. Ja, das ist das Beste, um herauszufinden, ob jemand lügt. Der Star-Wettbewerb. Eieieiei. Gut. Ich vertraue darauf, dass ihr die Wahrheit sagt. Puh, habe ich mich vielleicht erschreckt? Ich dachte, meine Beine würden jeden Moment nachgeben. Ihr dürft passieren. Überquert den Feuerberg. Und ihr müsst mir etwas versprechen. Findet die Ursache für die Naturkatastrophen, die unsere Welt bedrohen. Und gebietet ihnen Einhalt, damit sie nicht länger Zerstörung und Leid sehen. Ja, wir versprechen es. Sicher können wir der Sache nicht sofort auf den Grund gehen, aber...
wir gehen der Sache sofort auf den Grund. Wir werden zwar gerade verfolgt und können momentan nicht viel ausrichten, aber wir sind ein Retterteam. Und wir werden herausfinden, was diese Katastrophen verursacht. Versprochen. Ich nehme euch beim Wort. Und jetzt nochmal ein Ich vertraue darauf, dass ihr euer Versprechen erhalten werdet. Den Mut, den ihr mir gegenüber gezeigt habt, vergesst ihn nicht. Danke, danke. Gibt es noch etwas? Nein. Ich wollte nur gerade losfliegen. Danke. Musste das sein? Lebt wohl. Oha, das war vielleicht furchterregend. Aber ich bin froh, dass Lavados uns verstanden hat. Wirklich froh. Also gut, lassen wir den Feuerwerk hinter uns. Ja, das wird jetzt aber auch langsam echt Zeit. Taubsi hat den Dungeon-Feuerwerk-Gipfel mit Bravour gemeistert. Ich glaube, ich werde jetzt die ganzen Ebenen in den nächsten Dungeons auf jeden Fall ordentlicher durchgehen müssen, weil ich einfach Belebersamen brauche. Also ich muss da nach Items gucken. Nein, Regenbogen-Gummi brauche ich nicht. Nein, das brauche ich auch nicht. Belebersamen. Also der nächste Kecleon-Shop, der nächste Kecleon-Shop, der wird echt wichtig. Wir sind ganz schön weit gelaufen. Ich bin völlig fertig. Ruhen wir uns ein wenig aus. Ha, was für eine Wahnsinnsaussicht. Hey, Niki, sieh dir das mal an. Wie klein der Feuerberg von hier aussieht. Wir sind wirklich weit gelaufen. Hey, Niki. Es war doch super anstrengend, den Feuerberg zu überqueren. Ich denke also nicht, dass viele Pokémon es schaffen werden, ihn zu bezwingen. Schließlich haben wir uns mit aller Kraft und Mühe bis hierher durchgeschlagen. Ja, und was ist mit dem stärksten Retterteam hier, dieses schlaue Simsala-Glurak-Despotar-Team? Die sind ja stärker als wir, also die werden das hier doch gut schaffen. Weißt du, was ich glaube? Vielleicht schafft es ja keins der anderen Pokémon, uns so weit zu verfolgen. Nein, uns wird immer jemand folgen. Was? Du meinst, wir werden noch verfolgt? Von wem denn? Oh, richtig, da gibt es ja noch Simsala. Tada, tada, tada. Sein Team ist bestimmt in der Lage, uns bis hierher zu folgen. Ja, noch ist es nicht vorbei. Lass uns weitergehen. Wir sollten einen Ort finden, wohin uns niemand sonst folgen kann. Gehen wir weiter. Ist nur doof, wenn einem die Füße wehtun, ne? Ha, was ist los? Kommst du nicht, Niki? Was? Du fragst, ob ich müde bin? Wir werden verfolgt. Wir können keine Rast einlegen. Und habe ich es dir nicht gesagt, dass ich an deiner Seite bleiben würde? Sieh mich nicht so an, mir geht es gut, wirklich. Meine Füße bluten nur und irgendwie ist der eine Fuß auch nur noch kaum existent. Und ja, guck mal, ich habe schon Federn verloren und ich habe seit 30 Tagen nichts gegessen. Und man kann schon meine Rippen sehen, aber mir geht es wirklich gut. Also das habe ich jetzt hinzugedichtet. Lass uns gehen, Niki. Ich folge dir, wohin auch immer du gehst. Schön, dass er aber den Weg angibt und wir letztendlich ihm folgen. Und so setzte das Team von Niki die aufreibende und gefährliche Reise fort. Die Suche nach einem sicheren Versteck führte sie an immer unwirtlichere Orte. So gelangten sie stetig weiter Richtung Norden. Lass mich raten, wir kommen jetzt zu einem Eisberg und da ist dann hier der letzte Vogel. Zapdos? Lavados? Irgendwas dos. Ach, keine Ahnung. So sie überquerten Bergkette über Bergkette. Durchwateten übel riechende Sümpfe und erklommen vereiste Klippen. Bis das tapfere Team von Niki schließlich eine Welt aus Schnee erreichte. Wow, ich bin so gut.
Eine harsche, kalte Landschaft im festen Griff des unerbitterlichen Eises. Nee, ich komme wirklich nicht auf den Namen von dem letzten. Wie heißt der denn nochmal? Ah, ich werde es ja herausfinden beim nächsten Mal. Oh, ist das kalt hier? Archie? Bei der Kälte wachsen mir glatt noch Eiszapfen aus der Nase. Was für eine Einöde. So viel Schnee. Wir haben auch schon eine ganze Weile keine Pokémon mehr gesehen. Vielleicht gibt es hier niemanden außer uns. Hä? Was war das? Oh, Absol, hi. Wer ist das? Wer war das gerade? Das sah aus wie ein Pokémon. Sehe ich etwa Gespenster? Nein. Ich bin mir sicher, da war jemand. Wen um alles in der Welt ziehtest du in eine so verlassene Gegend? Ganz, ganz, ganz wilder Take, aber... also Eis-Pokémon? Naja, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, bringt uns auch nicht weiter. Also gut, lass uns weitergehen. Ja, ich würde gerne langsam speichern. Wow! Niki, sieh dir das mal an. Siehst du das? Die Bäume sind von einer dicken Eisschicht überzogen. Wow, der Schnee sieht aus wie gefrorener Puder. Wunderschön. Aber das Leben hier muss eine Qual sein. Ja, da ist auch schon die Kangama-Statue. Wir müssen also wirklich hier durch... Es wird bitterkalt sein, wenn ich nicht müsste, würde ich nicht hier durchlaufen. Aber wir können uns nicht ewig hier aufhalten. Wir müssen nach vorne blicken. Los, packen wir es an, Niki. Okay, gut. Das heißt, an dieser Stelle beende ich die Folge und hier machen wir weiter beim nächsten Mal und besiegen dann das andere DOS-Vögelchen wahrscheinlich. Also gehe ich mal stark von aus. Ich weiß gerade nur nicht mehr, wie es heißt. Egal, damit, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!